Wir haben jetzt hier den gereinigten Unterboden. Der wurde von mir im Vorwege von losen Anhaftungen, Rost, Schmutz, losem Unterbodenschutz befreit und wird jetzt im nächsten Arbeitsgang dünn mit Fluidfilm ASR eingesprüht. Besonderes Augenmerk sollte man dabei auf Falze, Überlappungen legen, weil sich dort in diesen Bereichen besonders viel Schmutz und Feuchtigkeit sammelt. Dort kann man ruhig etwas gewissenhafter vorgehen. Ansonsten reicht dünnes Einnebeln. Hat man eine Stelle zu dick erwischt, wischt die einfach abgewischt und damit ist es gut. So, ich sprühe das jetzt ein. Dünn und gleichmäßig. Das sorgt dafür, dass der alte Unterbodenschutz plastifiziert wird, dass er seine alte Haftfähigkeit wieder bekommt. Und wie ich eben schon erwähnt habe, hier ist eine Stelle etwas zu dick. Da wische ich mit dem Lappen über und dann ist es gut. So, ich habe jetzt den kompletten Unterboden mit Fluidfilm ASR eingesprüht. Das lasse ich jetzt einwirken. Je nach Schichtdicke des alten Unterbodenschutzes eine halbe bis dreiviertel Stunde. Ist er sehr dick, sehr alt, sehr trocken, auch ein bisschen länger, anderthalb bis zwei Stunden. Jetzt arbeitet ASR für mich und ich gehe jetzt einen Kaffee trinken.